Kuckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic A Little Hero Definitive Edition. Ja, kriegt er den wieder? So, wir haben in der letzten Folge gesagt, wir wollen mit Dusty hier losziehen. Ja, das Problem ist, den erstmal anzuquatschen hier. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz. Ja, ist ja gut. So, das Problem ist bloß hier mit dem Harlock, das können wir auch nicht machen. Ich bin bereit. Ich hoffe, ja. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und das ist aber schade. Das regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut. Jo. Immer wieder dieselbe Leier. So, dann wollen wir mal. Das war doch schon vorher klar. Ich hoffe, da macht jetzt hier nicht so ein Affentheater wieder Mordrad. Ja. Das Problem ist, vor uns so rennt hier ein Jackal rum. Da wird mich gleich wieder anquaken hier wegen Erz. Ja. Das Traurige ist, der ist mit seinem langsamen Laufen schneller. Ich glaube, der ist schneller als mein Schnelllaufen hier. Nee, der ist mindestens gleich schnell, oder? Ist das wirklich wahr? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich halte mich da lieber raus. Jo. Bin gespannt, wie gerade auch hier die hintere. Hier, dass das hier zum Beispiel aussehen wird dann bei Gothic Remake. Was denn? Oh, da ist ja mit unserem Freund hier hingehen. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Jo. Hier sind 100 Erz. Jo. Ich habe nichts gesehen. Deine Haut will ich trotzdem. Dankeschön. Oh, meine Erz. Meine Erz. So, wir machen das aber so hier. Jo. Bulze. Die Bulze müssen wir mitnehmen. Bulze. Ich glaube, ich habe gerade an eine Sache nicht mehr gedacht. Ich weiß nicht, ob das ein Problem sein wird. Wir probieren, wir haben ja gespeichert notfalls. Wir können das ganze Ding ja notfalls zurückrudern. So. Wir sind ja diese beiden Warane auf dem Weg. Mal sehen, ob wir dann denen da irgendwie vorbeikommen. Vielleicht macht der die sogar für mich tot. Ich meine, zurück kommen wir ja. Zurück ist ja eigentlich kein Problem. Das haben wir ja schon mal geschafft. Das schaffen wir auch ein zweites Mal. Aber hier jetzt, warte, da vorne auf dem Weg liefen sie ja direkt. Warte mal, wir wollen nicht lange warten hier. Wir speichern auf jeden Fall hier ab. So, sechs, genau. So, na dann wollen wir mal. Komm, lauf! Lauf! Einfach geradeaus. Das schaffen wir schon. Ja. Ich glaube, die Hürde mit den Waranen, die haben wir natürlich komplett direkt überwunden. Das ist natürlich hervorragend. Ja. Ja. Ach so, wir müssen den jetzt direkt zu dem Bal dorthin bringen. Da müssen wir auch mal versuchen, ob wir. Scheiße. Falls wir Speicherplatz. Egal. Dass wir jetzt so vor Korkalom vorgelassen werden. Der Lester steht jetzt nicht immer noch dort hinten, oder?
Es waren wieder 5 Minuten rum. Das mussten wir also auch erkennen hier mit dem Ramon und mit dem N und mit dem React, wie schnell die Zeit doch vergeht. Wenn man nicht will, dass sie so schnell vergeht. Wenn man aber will, dass sie so schnell vergeht, dann dauert das ewig. Die Stunde kann sehr lang und sehr kurz sein. So. Selbst wir haben unser Ziel nie aus den Augen. Seit der Gründung des Tages nichts auf diese Arbeit. Auf dem Vor- und Tempelplatz, da, der braucht den Traumruf. Wo war das jetzt? Da hinten. So. Es ist nicht so leicht, klein zu sein. Ich bin doch ein bisschen kleiner. Jo. Hallo, ich bin Däumelinche. Ich möchte ja jemanden Neuen zu euch bringen. Ja, ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Ist er würdig? Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern. Er klingt aber nicht sehr begeistert. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Heißt das, ich bin dabei? Einfach so? Sieht so aus. Tu einfach, was der Meister dir sagt. Ja. Und wenn ein... So, gehen wir mal weiter. Jo, wir machen wieder die Rennsemmel hier. Lalalala. Lalalala. Wir müssen noch unsere. Nee, warte mal, wie? Wir müssen noch unsere tägliche Sumpfkrautration abholen. Drei schwarze Weiße. Bitte, können wir denn die Sumpfkrauternte hier verkaufen? Die Sumpfkraut hier. Sag schon. Das ist aber nett von dir. Das Problem ist, den hier schaffen wir auch nicht. Das ist ja der 76. Das ist viel? Ja. Dach, Kollege. Hier. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Joa. Hier nimm. Drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Genau. Außerdem bekommst du nur 3 Wurzelzuppen. Für den Hunger danach. Ich hab danach eigentlich keinen Hunger. Aber. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich möchte gern was verkaufen. Du hast aber nur 50 Erz für mich. So. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Hä? Ich will meine tägliche Ration zurückverkaufen. Schwarzerweise. Was ist mit Minowizen? Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Mit Traumruf? Alter, du kreist mich mal. Oh, ein Spinner. So. Du sollst hier nicht langsam laufen. So, dann machen wir das jetzt mal mit dem Traumruf. Das ist der hier vorne gewesen. So. Du hast eine Gurm gebracht. Junge. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe hier was zu rauchen für dich. Ich habe auch kein Süppchen für danach. Und was will denn hier? So, Dach. Ich bin neu hier. Hier. Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Ja. Bartion hatte dank mir eine Vision des Schläfers. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Können wir hier beschleunigen? Mach mal auf, ja. Was war denn das? Na, hey! Ein Schläfer. Ich hatte eine Vision. Jo. Es war unglaublich. Ich habe gesehen, dass wir einen neuen Bruder bekommen. Den habe ich gerade rübergeschafft. Die vor ihm kamen. Er macht irgendwas.
was mit uns. Er hat ein Schwert in der Hand und steigt eine breite Treppe herunter. Dann hört die Vision auf. Und er sagt hier, verdammt ähnlich. Nee. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Schläfers. Geh zu Kur Kalom. Er soll sich weiter mit dir befassen. Jo, machen wir. Tschüss. Ach, Loch. So, ja, ein blöder Kuttenträger. So, jetzt müssen wir Lester hier irgendwie dort oben wegkriegen. Der hockt ja immer noch da. So. Na? Sind die Leitern hier anders als im alten Lager? Ich glaube nicht unbedingt, aber wir können ja mal... Ich weiß auch nicht, ob das Unterschied macht, wenn die Leitern jetzt ein bisschen schräg stehen oder hier gerade wie die hier. Ich glaube, es ist nicht unbedingt. Wo gehen wir jetzt hin? Lester. Ja, wie wir das mit Harlock machen, weil die irgendwie... So, Lester. Ja, wollt ihr mal jetzt nicht mehr mit mir reden? Warum auch immer? Der will immer noch nicht mit mir reden, das. Jetzt steht er hier fest. Ich würde mal was probieren wollen. Ich weiß nicht, ob der irgendwo hier festhängt. Das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, müssten wir eventuell das Spiel neu starten. So. Oder Marvin Mode weitermachen. Gespeichert habe ich. Wir probieren das mal, dass wir ihn mit F8 hier eventuell resetten oder so. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass der hier so stumm dasteht. So, wir machen das mal so. Dann machen wir den da. So, dann machen wir den da. So. Wir können den immer noch nicht anquaken. Ja, das ist das Problem. So, dann machen wir wieder 42. So. Laden, warte mal. Wir können den auch in normaler Größe nicht anquatschen. Ja. Der ist, hängt ja irgendwie fest. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass das ein Fehler auf wieder irgendein Bug hier von Definitive Edition ist. Weil das ist ja eigentlich ein Standort, den gibt es ja im Normalfall eigentlich nicht. Mit dem muss ich mir noch was einfallen lassen. Jedenfalls mache ich da auf Screen noch mal was, dass der wieder vorgeht. Warte mal, wie viel brauchen wir jetzt noch bis zur nächsten Stufe? Nicht mehr allzu viel. So. Aber wie gesagt, mit dem Harlock, das schaffen wir trotzdem noch nicht. So, wir müssen erstmal zu dem hingehen, hier hinten, zu den Stampfern. So. Und bei den Stampfern werden wir wieder das Problem haben, was wir immer haben bei Gothic 1. Sobald die am Stampfen sind, sind die unansprechbar. Sobald die in irgendeiner Interaktion drin sind, dann kriegst du die dort nicht raus. Ich will dich einfach stampfen sehen. Das ist aber nett von dir. Wo waren denn die jetzt? Ja. Harlock müssten wir irgendwie. Einfach willst, wir können ihn ja auch nicht umbringen, sodass wir ihn verfolgen lassen und dass der sich dann irgendwo runterstürzt. Aber. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Jo. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause.
Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Balorun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Machen wir. Der kriegt auf die Fresse. Was willst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten ein? Ich will dich einfach stampfen sehen. So. Vor allem, ich hätte bei Gothic Remake zum Beispiel, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt was dagegen, wenn das ganze Ding auch ein bisschen ernster angehaucht ist. Des Schläfers gefolgt war und zusammen versuchten sie durch Gebet und weil die meisten Fans, die wollen ja immer diese Atmosphäre hier haben von Gothic 1 und so weiter, hier von dem vom Original hier. So, dass wir das nicht kriegen, das ist, sollte eigentlich jedem klar sein. So, aber hier, wie gesagt, wenn das ein bisschen ernst zuginge, dann wäre ich, wie gesagt, auch nicht unbedingt, wie gesagt, dagegen. Ja. Schaffen wir den. Weiß Gott, der hat ja nichts. Na, der ist ja hier drin. Jo, speichern das mal nochmal. Jo. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Ja. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe. Machen wir. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ein Kampf! Der rennt so scheiße ruhig, trifft ihn einfach nicht. Das ist unmöglich. Können wir vergessen. Wir speichern das mal zwischen. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch irgendwie retten können. So, notfalls können wir neu laden. Wir speichern uns abermals zwischen.
Wenn wir den jetzt anvisiert kriegen würden. Das ist furchtbar. Wenn ich die Witze treffen würde. Ich halte es auf der Heiltrag, das ist es mir wert. Was hast du mit der Waffe? Ein Kampf! Ja, ich speichere das trotzdem nochmal zwischen. Das ist echt behämmert. Der braucht nur noch einen Schlag, oder? Ich treff den nicht. Junge. Geil. So, wir haben Harlock geschafft. Nein. Ja, oh, Junge, 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 Junge. Das wird dir noch leid tun. Nee, nee, nee. Alles voller Blut hier. Hey du, war ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Ja, hab ich. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Genau. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Jo. Hervorragend. Super. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir den irgendwie ja gleich schaffen. Jo. Ja. Oh, ruhelose Nacht. Komm, wir stehen mal auf hier. Uff da. Da haben wir diesmal wenigstens richtig was geschafft hier in der Folge, oder? So. Jo, da flitzen wir mal dahinter. So, da haben wir wieder hier einen Stein im Brett, wieder Erfahrung gesnackt. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. So. Da müssten wir gleich nicht, warte mal, die Stufe wächst, warte mal. Ich will das jetzt mal. Halt. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Das ist das Problem, wie gesagt, das wird an den Blutfliegen scheitern. Da bräuchte man mindestens einen Bogen. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Das mache ich dann beim Kacken. Die Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Dass die Wurst nicht stecken bleibt oder so. So, Gorim. Ist das wirklich? Ich werde mich da. Lass mich in Ruhe, ich mach ja schon. So. Wie lange haben wir noch? Wie gesagt, das Ding wird auf jeden Fall an den Blutfliegen scheitern.
Bumm. So. Ja, also mit dem Lester, das ist auch so ein Ding, das was mich jetzt ein bisschen hier... Oh Gott. Das Blöde ist, dass das doch nicht mal an den Dings liegt hier, an dem Little Hero Ding. Das liegt an der Definitive Edition. So, Meister. Ich will uns das Sumpfkraut abholen. Hey, du. Ja. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal. Jo. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Jo. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ja. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Jo. Jo. Wie viel größer sind wir jetzt eigentlich schon geworden? Also das macht sich schon bemerkbar. Also ganz so klein sind wir nicht mehr. Immer noch so klein für Leitern. Scheiße. Wie gesagt, mit dem Blutschling, das brauchen wir gar nicht erst versuchen da hinten. Das bringt nichts. Ja, da könnt ihr in der nächsten Folge mal. Ist ja gleich wieder durch für heute. Jo. So, einfach stellst du dir das vor. Baal Orun schickt mich und schwupps weg ist das ganze Zeug. Das ganze Kraut. Baal Orun schickt mich. Jo. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Jo. Hier nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Mach aber. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen. Und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Jo. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht. Oha. Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Machen wir Kraut das nicht. Nicht bei Kor Kalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so Neuen Lager, das ist ja beinahe in der Welt. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, ja. Machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Können wir immer noch machen. Vergiss es. Denk bloß nicht, du könntest einfach ins neue Lager spazieren und es irgendwem andrehen. Wenn du den richtigen Namen nicht kennst, wirst du es nie los. Es sei denn, du lässt dir von einem Banditen über die Rübe hauen. Immer tüchtig weitersammeln. Genau. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Was in so einem Rock recht einfach ist, im Gegensatz zu einer engen Hose. Das schaukelt sich besser. So, so Viren. Wie kommen wir zu Viren? Guck mal, so eine Frage, ey. Oh, mieser kleiner Dieb. Ich will dich leiden sehen. Und das Problem ist jetzt hier an den Sofa hin, vorbeizukommen. Geschweige denn. Zu den Dings da hinten, zu Viren. Oha. So. Das Problem ist jetzt der Sumpfhai. Hilfe! Oh mein Gott. Deine Reise endet hier bei mir. Hat sich wessen Reise endet, du wurmzerfressener Fleischklops? Ey, verfaultes Badenparadies. Stinkender Mutterteppich. Was der auf einmal für Dinger noch raushaut. So. So hab ich mir das gedacht. Ja, machen wir ein bisschen schneller hier.
Gut, da stellen wir uns jetzt ja an den Eingang des Sumpflagers. Da sind wir wieder ein bisschen gewachsen hier. Stufe 4 müssten wir sein, oder? Genau. Ja. Da überlegen wir, was wir hier noch machen können. Die Sumpfkrauternte. Ja. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Was schleichst du da rum? Ich schleiche doch überhaupt nicht. Das seht ihr gerade nicht. Warte mal. Ist hier Schleichen? Hier Schleichen auf der Taste, auf der Taste, was wo ich hier... Du da rum? Halt dein Maul. So. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.